hier Fotos machen in einem Raum, wir aber auch viele Fotos machen wollen und verschiedene Arten von Fotos, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das hinzubekommen. Wir können zum Beispiel die verschiedenen Hintergründe nehmen. Wir haben hier diese tolle Wand aus Stein und wir haben auch Vorhänge sogar noch links und rechts, die schwarz sind, die wir auch toll nutzen können, gerade mit den Blitzen, dass man einen ganz schwarzen Hintergrund hat, man weiß gar nicht, wo man ist. Wir haben hier vorne einen Spiegel, der schön ist, wir haben die Fenster, wo schönes Tageslicht reinkommt. Und ich möchte auch versuchen, so viel wie möglich vom Raum zu nutzen. Vielleicht kann man sich sogar am Ende auf den Fußboden legen und einfach kreativ sein. Ja? Fotografie bedeutet auch immer arbeiten mit dem, was da ist. Es bringt mir gar nichts, wenn ich irgendwie tolle Fotos machen will in einem Schloss, aber kein Schloss habe. Ich kann nur Fotos machen, da wo ich gerade bin. Und das ist auch die Kunst der Fotografie, tolle Bilder zu machen, da wo du bist. Und es gibt ganz viele Fotografen, die ich so toll finde, weil einige haben auch Videos auf YouTube und Videos, die man kaufen kann. Und wenn ich manchmal sehe, wo die Leute Bilder machen, in irgendeiner Ecke, wo ich denke, mein Gott, da kann doch nichts bei rauskommen und am Ende, wow. Und das ist für mich so mein Ziel, dahin zu kommen. An jedem Ort Fotos zu machen, tolle Fotos, die Menschen begeistern, ganz egal wo. Und wir fangen heute mit diesem Videokurs damit an, damit du es auch kannst. Und ein paar Tricks, Tipps und Tricks, wie wir das hinbekommen können, sind zum Beispiel auch Accessoires. Wir können eine Szene, die vielleicht gar nicht viel bietet, aufwerten durch Zubehör. Ja? Ich habe zum Beispiel hier, fangen wir einfach mal an, immer gerne ein paar Sonnenbrillen dabei. Sonnenbrillen haben verschiedene Ausdrücke. Es hat Fashion-Charakter, es hat Sommer-Charakter. Und gerade wenn wir schwieriges Licht haben oder sehr helles Licht, ja, Sonnenschein, wo die Augen, wo wir Schwierigkeiten haben, die Augen offen zu halten, ist eine Sonnenbrille ein toller Trick, coole Fotos zu machen, ohne jetzt zu komplex das Setup zu ändern. Was haben wir noch? Wir sind ja heute zu zweit hier und ich werde auch Bilder mit Fernauslöser machen, wo wir beide drauf sein werden. Und ich habe so eine alte Kamera hier vom Flohmarkt. Ich glaube, 25 Euro hat die gekostet. Ich denke nicht, dass sie noch funktioniert. Das macht aber nichts. Solche Kameras sind toll als Accessoire. Ja, das Model stellt sich einfach hier hin. Ich stelle mich hier hin, zack, ich knipp sie. Sie hat vielleicht die Sonnenbrille auf von gerade eben. Und schon haben wir, egal wo wir sind, einfach vor der Wand, eine Geschichte erzählt, ja, das Model und der Fotograf. Einfach nur durch eine Sonnenbrille und durch so eine alte Kamera. Was haben wir noch? Ich habe hier mal so ein Buch mitgebracht. Das ist einfach so ein Fotobuch, was ich gemacht habe. Und wir können zum Beispiel auch ganz tolle Bilder machen mit so Accessoires wie Büchern. Ja? Anna kann sich das Buch angucken, vielleicht wo sie dann selber auch mit drauf ist. Und ich fotografiere das so von oben, dass man so ihren Kopf sieht und dann so ein Bild, wo sie mit dabei ist. Und schon haben wir eine andere Geschichte erzählt. Ja, sie schaut sich die Erinnerung an mit ihrer Cousine, als sie hier war. Oder ein größeres Buch. Das ist jetzt ein grünes Buch, das passt schön zu Annas Haaren. So dieses rot-bräunliche, Komplementärfarben. Und sie kann einfach drin blättern. Und wir sehen auch nochmal, dass das Licht von diesen weißen Blättern reflektiert im Gesicht und haben wieder eine andere Szenerie. Und so können wir ganz viele verschiedene Sachen darstellen. Ich habe mal hier so ein Mikro mitgebracht. Eins hier und sogar eins hier. Dynamische Mikros von zu Hause. Und da kann man richtig coole Sachen darstellen. So. Und dann mit Blitz. Und dann mit Brille. Und das sind Kleinigkeiten. Die kann ich super transportieren. Ich brauche da gar keinen großen Koffer für. Ja, gerade sowas wie Sonnenbrillen, eine kleine Kamera. Was haben wir noch? Wir haben so ein bisschen Honolulu hier dabei. Urlaubscharakter. Dann auch so Hüte. Diesen Hut würde ich zum Beispiel nie benutzen. Und ich glaube, es würde auch, also ich kenne auch niemanden, der so rausgeht. Aber für Fotos ist das halt mega cool. Und gerade auch mit Arbeiten mit Licht, weil wir hier mit schön viel Schatten und Licht spielen können. Ja, Bilder, wo man nur den Mund sieht, die Lippen, vielleicht mit Sonnenbrille oder nur ein Stück vom Auge.
Und diese Accessoires helfen mir, egal wo ich bin, ganz viele verschiedene Bilder darzustellen mit ganz wenig Einsatz. Und wenn ihr auch mit mehreren Leuten Fotos machen möchtet, kauft ruhig mehrere Sachen einer Art. Ja, zum Beispiel hier, ich habe hier zwei Strohhüte. Da kann man so als Cowboy-Team durchgehen. Ich ein, Anna ein, vielleicht beide noch eine Sonnenbrille auf. Das sind auch zweimal die gleichen, nur in anderen Farben. Weil ich öfter auch Fotos mache von Paaren oder Freunden. Und dann das Schöne ist, wenn die beide den gleichen Look haben. Ja, oder diese Variante hier. Die beiden Hüte sind auch ähnlich, sodass zwei Leute sich so verkleiden können. Und das sind einfach ganz Kleinigkeiten, womit man aber nochmal den Charakter hervorbringen kann einer Person oder auch einer Figur in einem Bild. Man muss ja in Fotos nicht immer die Leute darstellen, wie sie sind, sondern vielleicht, wie sie auch mal sein möchten. Mal was ganz anderes. Der Musiker, der Rockstar, der Cowboy, der Poet. Und wir schauen mal, wie wir die Lampen, die Lichter von gerade eben und diese Accessoires in diesen Raum kombinieren können. Los geht's!